Ja, vielen Dank. Auch ich danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier unsere Vorstellungen einer guten Schule der Zukunft darzulegen. Ich möchte mal damit beginnen, Sie haben gefragt, machen die Schule die Schüler gut? Ich würde es so sagen, die Schülerinnen und Schüler sind gut. Sie sind alle gut, so wie sie sind genauso richtig, wie sie sind, wenn sie in die Schulen kommen. Und nicht die Schüler und Schülerinnen müssen sich den Schulen anpassen, sondern die Schulen müssen sich genau diesen Schülerinnen und Schülern anpassen. So rum wäre es richtig. Das bayerische Schulsystem kann meiner Meinung nach den unterschiedlichen Bedürfnissen, Stärken und Schwierigkeiten der Einzelnen zu wenig gerecht werden. Es kann zu wenig auf das Leben und die Berufswelt vorbereiten. Damit meine ich jetzt nicht das, was Sie zu Recht auch kritisiert haben, dass wir hier am Bedarf der Wirtschaft orientiert die passgenauen Azubis liefern, aber insgesamt bereiten unsere Schulen zu wenig auf das Leben vor. Die Rahmenbedingungen, und damit meine ich Zeit, die die Schulen haben, Zeit, wie sie auch Zeiteinteilung vornehmen können, wie viel Zeit sie für Unterricht und gemeinsames Tun mit den Schülern und Schülerinnen haben. Oftmals die Klassengrößen, Sie wissen das alle, gehören es natürlich zu den Rahmenbedingungen, die nicht optimal sind, und natürlich der immense Notendruck. Das alles ist ungünstig, und das dreigliedrige Schulsystem, eigentlich ist es ja mehr als dreigliedrig, Förderschulen wurden schon genannt, das mehrgliedrige Schulsystem, also mit seinen Übertrittsregelungen, hat sich längst überholt. In Bayern gerät es sogar immer mehr in die Schieflage. Wenn wir uns das anschauen, wird das Gymnasium eigentlich immer mehr zur Hauptschule, nämlich zu der Schule, die die meisten anstreben, während die Haupt-, jetzt neudeutsch Mittelschule, immer weniger akzeptiert wird. Der Rückgang der Schüler- und Schülerinnenzahlen, das merken wir hier in Oberfranken ganz besonders gut in einigen Regionen, gefährdet zudem mehr Schulstandorte. Hier müssen wir uns was überlegen, wenn wir weiterhin am Prinzip festhalten wollen, dass Kinder wohnortnahe Schulen vorfinden sollen. Und zudem produziert unser Bildungssystem große Ungerechtigkeiten. Viel zu viele Talente werden nicht entdeckt, und dabei werden vor allem die Kinder benachteiligt, deren Eltern weniger Einkommen oder einen Migrationshintergrund haben. Darauf sind Vorredner und Vorrednerinnen schon eingegangen. Die Schule der Zukunft ist der Bestleistung und nicht dem Mittelmaß verpflichtet. Denn das, was hier als gut dargestellt wurde im ersten Statement, ist international nur Mittelmaß. International nur Mittelmaß. Und wir möchten eine Schule, die den Bestleistungen verpflichtet ist, und zwar den Bestleistungen jedes und jeder einzelnen Person. Anders als Schule in Bayern heute setzt sie deshalb auf individuelle Förderung statt auf das vermeintlich richtige Sortieren der Kinder auf unterschiedliche Schularten. Jedes Kind und jede und jeder Jugendliche werden so gefördert, dass sie oder er das eigene Potenzial voll ausschöpfen und jedes Kind seine persönliche Bildungsbestleistung, ganz wichtig, seine persönliche Bildungsbestleistung erbringen kann. Denn kein Kind darf uns verloren gehen. Die Schule der Zukunft ist deshalb für uns die Gemeinschaftsschule. In ihr werden unterschiedliche Lerntypen der Kinder, denn es ist ein Märchen, dass es überhaupt homogene Lerngruppen gibt. Die gibt es auch im Gymnasium nicht. Auch eine Gymnasialklasse ist nicht eine homogene Lerngruppe. Jeder Mensch ist ein ganz individueller Lerntyp, und auf diese Lerntypen müssen Schulen auch eingehen können. Der Unterricht orientiert sich also an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen. Es geht aber nicht nur um die Spannbreite jetzt in den schulischen Leistungen. Vielfalt bezieht sich auf weit mehr, zum Beispiel auch eben auf kulturelle Vielfalt, auf unterschiedliche familiäre Zusammenhänge, auf soziale Vielfalt, auf ökonomischen Hintergrund, auf das Geschlecht und auf den Lernstil jedes einzelnen Menschen. Jedes Kind hat es verdient, in seiner individuellen Vielfalt wahrgenommen zu werden. Die Gemeinschaftsschule, so wie wir sie uns vorstellen, wird von allen Schülern und Schülerinnen bis zur Klasse 9 gemeinsam durchlaufen. Ab Klasse 10 stehen verschiedene Wege offen. Und diese Klasse 10 ist sowas wie eine Orientierungsstufe. Sie dient dazu, Schülerinnen und Schüler mit noch ungenügender Ausbildungsreife gezielt zu fördern oder andere Schülerinnen und Schüler auf den mittleren Abschluss oder eben auf eine gymnasiale Oberstufe vorzubereiten. Und erst nach Klasse 10 entscheidet sich der zukünftige Bildungsweg über die verschiedenen Wege zum Abitur oder die unterschiedlichen Formen der Berufsausbildung. Das wäre eine Schule, wie wir sie uns vorstellen. Dazu gehört natürlich, dass Schulen auch anders organisiert sind, dass sie sehr viel mehr selber bestimmen können, dass sie selbst
selbstständige Schulen sind, dass wir neben mehr Lehrerinnen und Lehrern auch anderes pädagogisches und auch nicht pädagogisches Personal in den Schulen haben. Und dann können Schulen gute Lernorte sein und sie sind dann auch Lebensorte für die Kinder und Jugendlichen. Dankeschön. Frau Bode, besten Dank.